Die Flotte aber war zwar gewaltig anzusehen, der Schiffe aber zu viel und die Bemannung ungenügend. Bedenklich vor allem, dass Antonius versagte. Er war schon lange nicht mehr in Form, verstand sich auch nur noch auf Feldschlachten, nicht auf das Seegefecht, und das Vorgehen krankte an Verschleppung. Des Antonius' Depression ging so weit, dass er vor Kleopatra selbst in sinnloser Furcht war. Der Wahn befiel ihn, sie wolle ihn vergiften, und er wollte, wenn er bei ihr zu Tische ging, die Speise nicht anrühren. Sie hatte Mühe, ihm vom Gegenteil zu überzeugen. Umso resoluter der Feind. Plötzlich und früher als erwartet war Octavian mit seiner Flotte erschienen. Agrippa führte sie, der in Seegefechten erprobten Stratege, und drängte Antonius sogleich in eine Defensivstellung in die Bucht von Ambrakia. Dort, am Vorgebirge von Actium, verschanzte sich Antonius notgedrungen. Landtruppen sollten ihm den Rücken decken. Aber er sah sich von Agrippa in der Bucht blockiert, auch zu Land, seine Rückzugslinie bedroht. Der große Feldzugsplan war damit endgültig vereitelt. Ein Durchbruch aufs offene Meer noch möglich, ein Vorstoß auf Italien ausgeschlossen. Man musste zurück. Es galt nicht viel mehr, Ägypten zu verteidigen. Aber nur Kleopatra gelang der Durchbruch. Sie selbst schlug sich geschickt manövrierend oder erfolgreich kämpfend durch den Feind mit 60 Schiffen, auf denen der Kriegsschatz geborgen war, ins Freie und fand rudernd und segelnd den Heimweg unangefochten.